It's Tooltime. So, da bin ich wieder. So, heute machen wir mal oder stelle ich mal vor einen Servotester. Vorab möchte ich noch mal sagen, in meinem letzten Video war mein gesprochenes Deutsch nach für allerwertesten. Kann man nichts ändern, ist nicht weiter tragisch. Genauso wie das Bild der Kamera nur schlecht ist, aber man kann ja zumindest etwas erkennen. Mir geht es nur, oder mir geht es halt um die Sache, als um jetzt hochwertige HD-Qualität zu haben. Das kommt vielleicht mal später, aber die Ideen vorzustellen, denke ich mal, reicht das durchaus aus. So, dieses schicke Teil, was, wie man sieht, hochwertig verarbeitet ist, nein, Quatsch, das ist, naja, so gerade zweckmäßig, und man kriegt dieses auch für 1,75 € ja, wo wohl bei den Chinesen. Ja, dann geht's mal los. Darauf zu achten ist die Polung. Hier wird es ganz klein drauf geschrieben, wie man den Akku anschließt und den Servo auf der anderen Seite. Da kann man übrigens drei anschließen, gleichzeitig testen. Und hier habe ich mir die drei Pinne zum Draufstecken, einen von krumm gebogen, dass ich erst gar nicht in eine Versuchung komme, einmal versetzt reinzustecken. Das wäre nicht so gut. Mir ist nämlich schon passiert, als ich den Servo angeschlossen habe, habe ich mich um eine Reihe vertan gehabt, so in etwa, und ja, dann war der Servo hin. Genauso ist das, besser ist es, wenn man jetzt zuerst den Servo anschließt und dann erst den Akku. So, jetzt gucke ich noch mal, ist richtig rum. Rock und fertig. Ja, dann gibt es hier einen kleinen Schalter. Also Mikroschalter, wenn ich drauf drücke, kann man einmal die Neutralstellung. Wenn ich weitermache, drauf drücke, dann testet er das von alleine. Wenn ich wiederum drauf drücke, kann ich das manuell machen, indem ich hier den Poti drehe. Und für so ein kleines Geld, so einen tollen Tester, ist natürlich klasse, weil wir wissen, wenn irgendwo die Elektronik spinnt, kann man schon mal dann den Servo ausschließen, ob er dann kaputt ist oder heile, ist ja dann super zu testen. Das Brummen-Hintergrundgeräusch, das ist, ich lade gerade ein Video hoch und das braucht er endlange, und das ist mal ein toller PC und nicht vom beeindrucken lassen, macht nichts. So, in einer meiner nächsten Videos werde ich zeigen, wie ich meine Servos wasserdicht mache und auch an sich die Servos, die ich da benutze, das sind dann kostengünstige, die aber sehr gut sind und sich bewährt haben bei mir. So, dann machen wir das mal wieder ab. Zack. Jetzt noch mal zu dieses tolle Gebilde. Konstrukt. Ja, meine RC-Box ist nicht dicht genug und meine Akkubox auch nicht, und so versuche ich meine Akkus dicht zu machen, wasserfest oder wasserdicht sogar. Ja, das packt man einfach in einen schönen Ballon ein, wie man hier oben noch sieht. Dann, dass das durch dieses Scheuern und Huppeln in der Box nicht der Ballon einreißt und dann zack kaputt geht, mit breiten Isolierband ein paar Mal rumwickeln, dann hält der Ballon auch ewig. Die Stecksysteme sind ja auch anfällig für Wasser, das heißt, das läuft da rein, gibt ein Kurzschluss, alles kaputt, Auto haut ab, nicht so gut. Und da habe ich dann eine andere Idee, und zwar gibt es von U, kann man sehen, ja, von U solche Klebetabs, nenne ich die mal. So. Und das ist wie Plastikkit vom Klempner. Das heißt, da kann man sich so viel nehmen, wie man will. Knetet man, packt dann, wenn man reingesteckt hat, um die Stecke herum, und das dichtet voll ab. Und man kann das, wenn man die Stecker wieder auseinanderbaut, kann man das abmachen und wiederverwenden. Also ist eine klasse Sache und finde ich gut. Genauso kann man die Deckel von der EC-Box oder beziehungsweise auch von der Batteriebox
auch mit abdichten und jederzeit wieder abmachen und nochmal benutzen. Also das kann man schier endlos machen. So, das war wieder der Tipp. Wenn Fragen sein sollten, wo man das herkriegt, wenn man es selber nicht findet, bei einschlägigen chinesischen Händlern, dann könnt ihr mir ja bei mir nachfragen. So, das war's. Bis dann. Shiva.